Liebe Zuschauer, ich freue mich, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen im Glück auf TV-Studio mit meiner heutigen Gesprächspartnerin. Und ich freue mich, wie sehr, Christina Schwanitz. Schön, dass du da bist. Du hast ja momentan noch einen recht eng gesteckten Zeitplan. Wie geht's dir heute aktuell so? Ja, jetzt ist es entspannt. Ne? Jetzt haben wir alle Zeit der Welt, jetzt ist gut. Das ist prima. Also, toll, dass du den Weg nach Marienberg gefunden hast. Ich habe mich mal kurz mit deinem Leben mal beschäftigt. Klar, wir wollen ja mal drüber reden, über dein Leben und über deine sportliche Karriere. Du bist also eine gebürtige Dresdnerin am 24. Dezember. Deswegen Christina. Nein. Haben meine Eltern was dabei gedacht, ne? Das ist ja schon eine erste tolle Geschichte. Und du bist wohl die erfolgreichste Werferin in Deutschland, ohne jetzt übertreiben zu wollen. Wann ging es denn so los mit deiner sportlichen Karriere? Also du sprichst jetzt von der Leichtathletik? Ja. Gut. Erst sehr spät. Ich habe tatsächlich erst mit 14 angefangen, Leichtathletik zu betreiben. Ja. Ich habe vorher ein bisschen Tennis gespielt und ansonsten bin ich auf dem Dorf groß geworden. Bin über Felder und Wälder und Strohballen und sowas drüber, drunter, durch, wie auch immer, gehirscht. Und habe dann, wie gesagt, erst mit 14 durch den Schulsport haben wir Kugelstoßen eben auch gehabt, überhaupt so grundsätzlich die Leichtathletik. Und da hatte ich halt ein bisschen weitergestoßen als die Jungs. Und damals war das noch so, dass die Sportlehrer sehr aufmerksam waren. Mein Sportlehrer war zumindest sehr aufmerksam und meinte dann, Mensch, da musst du ja mal zu einer Stadioneröffnung mit hingehen. Präsentier dich mal den anderen, zeig mal, was du so kannst und vielleicht macht dir sehr Spaß. Da ich das vom Tennis schon kannte, also ich war damals Dritte bei den Landesmeisterschaften im Tennis, wo ich so dachte, boah, da muss man mal viel rennen für Bronze. gehst du da mal hin? Und bin dahin und stand total beeindruckt vor den, für mich waren das damals so übelste Schränke. Jetzt ist es eine andere Perspektive, aber als junges Mädel war ich natürlich so, boah, und die können Kugelstoßen und das sieht toll aus und das fetzt schon. Dann habe ich so meinen ersten Wettkampf mit 5 Meter Vorsprung gewonnen und dachte ich so, oh, das ist noch cooler, ne? Also du machst nichts und gewinnst, das fetzt, da bleibst du bei so. Und da hatte mich dann ein Trainer gesehen gehabt. Und mich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, 2 bis 3 Mal die Woche nach der Schule zu trainieren. Und da ich schon immer eigensinnig war, hatte ich dann darauf gekontert, dass ich sehr gerne zum Training kommen würde, wenn ich halt nicht laufen muss. Also nicht weiter als 400 Meter. Und das blieb dann auch dabei. Und irgendwann hast du gemerkt oder hat dein Trainer gemerkt, da ist noch mehr möglich? Wie war denn da der, naja, der Übergang? Der Übergang war der, dass meine Eltern sich getrennt haben und meine Mutti gesagt hat, wenn wir umziehen, dann muss ich's lohnen. Und wir sind 500 Kilometer nach Baden-Württemberg gezogen. Dort hatte ich dann die Wahl, mache ich weiter Sport oder lasse es. Denn die Anonymität in einer größeren Stadt, wenn man das Stadt nennen kann, Kleinstadt, wäre gegeben. Also es hätte niemanden interessiert, ob ich vorher schon mal eine Kugel in der Hand gehabt hätte oder nicht. Und habe dann gesagt, nö, es macht mir soweit Spaß und vielleicht kann man auch dadurch durch diese sozialen Ebenen eben anders noch mit ankommen. Wenn man mitten in der Pubertät ist, sich da zu integrieren, ist ja meist nicht so leicht. Ich war damals, wie gesagt, 15, 16, sowas, 2001. Und ja, habe dann dort weiter Sport gemacht und irgendwann hatte meine Mutter dann auf das Drängen hin beim Landestrainer angefragt, ob er da auch mal ein Auge drauf werfen möchte. Ja. Und so hatte sich das dann ergeben, dass ich dann fast täglich nach Stuttgart gependelt bin, um da zu trainieren. Mhm. Ja, und irgendwann kamen dann natürlich auch die Weiten, also das Bewegen hat mir immer noch Spaß gemacht so. Natürlich auch nicht so schöne Erfahrungen gesammelt, dass mir eben unterstellt wurde, du kommst aus dem Osten, du bist gedopt. Oh. In Schulzeiten, wo ich dann so dachte, okay, nur wenn man 16 Meter stößt, ist man deswegen nicht gleich gedopt, vielleicht kann man es einfach. Aber das ist natürlich leichter, jemanden zu beschuldigen, als der Tatsache ins Auge zu sehen, dass der Schulrekord halt für immer jetzt steht. Und bin dann, wie gesagt, regelmäßig beim Landestrainer gewesen und so bin ich dann zu EMW im Olympia, hat er mich darauf vorbereitet, dass ich diese Erfahrungen sammeln konnte. Was ist denn so dein, wenn du die Gesamtkarriere jetzt mal überblickst, so dein sportlichster der Höhepunkt? Was war das Größte so für dich, was du auch mit vom Gefühl her so erreichen konntest, wo du so, ich sag mal, am glücklichsten warst?
Puh, das ist eine echt schwere Frage, weil es gab viele schöne Momente und auch viele atemberaubende Momente. Also ich habe 2012, hatte ich mich sehr stark an der Schulter verletzt. Also so, dass mein Arm, ich den nicht mehr hochheben konnte, weil ich mir die Bizepssehne durchgerissen hatte oder fast durchgerissen. Mhm. Und habe es dann in 3 Monaten geschafft, trotzdem mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und bin nach London damals dann mitgefahren und habe in London die Leistung abrufen können, die physisch einfach nur möglich war. Und da war ich so stolz darauf, weil das so das erste Wettkampf war, wo ich die Leistung abrufen konnte, wie ich es wollte und nicht wie mein Kopf oder mein Körper gesagt hat, ich mach mal vor. Weil ich zwischendurch so psychisch Probleme hatte, im Wettkampf unter Drucksituationen meine Leistung abzurufen. 2013 bin ich das erste Mal Hallen-Europameister geworden. Das war ein gigantischer Wettkampf, das erste Mal Gold auf internationaler Bühne mit einer tollen Leistung. Die Medaille ist mega cool, weil sie halt was ganz Außergewöhnliches ist. Der Wettkampf war ganz knapp. Hast du die mit? Ja, das ist die hier aus Göteborg. Genau. Und da war eben auch, da habe ich 7 Tage vor dem Wettkampf sehr hohes Fieber bekommen. Und ich habe dann schon gesagt, komm, ich bin da raus, also geht nichts mehr, also einfach nur Error. Und meine Mutsch hatte dann gesagt, nimmst du ein bisschen Ingwer, das hilft für die Körperregulierung so, ne? Und wenn meine Mutsch sagt, nimm das und das, dann macht sie das. Also alles im legalen Rahmen, ist klar. Und ich habe es dann etwas übertrieben und hatte dann einen ziemlich niedrigen Blutdruck, weil Ingwer den natürlichen Blutdruck nach unten reguliert. Und ich habe halt dann am Tag eine Wurzel im Tee zu mir genommen, weil ich halt wollte, dass das Fieber runtergeht ohne Chemie. Also hatte ich dann einen ziemlich niedrigen Blutdruck. Aber ich konnte dann den Tag dann an den Wettkampf antreten und habe die Medaille geholt. Also das war so total cool. Oder eben dann der Weltmeistertitel. Ne? Also das, als ich mit dem Sport angefangen habe, ging es darum, Sport zu treiben. Spaß am Sport, an der Bewegung, miteinander. So. Da war das Konkurrieren gar nicht so im Vordergrund. Mhm. Und dann stehe ich 2015 mit fast 21 Meter Bestleistung in dem Stadion, in dem ich auch fast oder die 2077 gestoßen habe. Mhm. Und werd mit Ansage 7 Zentimeter weiter als die zweitplatzierte Weltmeister. Also das ist so, und du stehst dann da im Ring und denkst so, jetzt hast du es echt geschafft. Jetzt bist du der Beste, die Beste der Welt. Hammer. Also es sind ganz viele besondere Eindrücke. Wie hat denn dein Bekanntenkreis, dein Freundeskreis dann drauf reagiert? Eben jetzt ist eine Sportprominente, gehört jetzt zu uns, eine Weltmeisterin. Also bis zu den Erfolgen war es sehr schwer, Akzeptanz dafür zu bekommen, wie viel Zeit und Leidenschaft ich in mein damaliges Hobby gesteckt habe. Also so der Standardspruch, oh, musst du schon wieder zum Trainer? Ja, von nichts kommt nichts. Mhm. Also so, ich war auf einer Schule mit sportlichem Profil und war die einzige oder der einzige Schüler, Schülerin, der am Nachmittag ins Training gegangen ist und da irgendwie sich da bewegt hatte. Und das war was ganz Außergewöhnliches, dass jemand in Richtung Leistungssport unterwegs war oder zumindest mal regelmäßig trainiert hat. Und das konnte dann damals mein Umfeld nicht so wirklich greifen und verstehen, wie jemand freiwillig so einen schweren Sport eben auch, ich meine, das ist ein Kraftsport, das machst du jetzt nicht einfach mal so, da musst du dich schon wirklich, jede Disziplin muss man sich schinden, also ich möchte jetzt nichts unterstellen, niemand kriegt irgendwas geschenkt, aber da musst du schon echt oft die Zähne zusammenbeißen, um zu sagen, ja, ich will das wirklich, deswegen mache ich es. Und da gesellschaftlich diese Akzeptanz zu bekommen, bis dann eben die erste Medaille kam und wir haben es immer gewusst, wie es halt immer so ist. Ne? Gab es denn für dich auch so eine typische Jugend, also abends weggehen, tanzen, Disco, Party, war das für dich überhaupt möglich bei dem Trainingspensum? Komprimiert. Also ich hatte tatsächlich, bevor ich umgezogen wurde, ich war ganz normal in eine Clique eingebettet, ich hatte meinen Freundeskreis, ich war bekannt wie ein bunter Hund. Meine Lache weiß ja nur der eine oder andere, also man muss mich nicht unbedingt sehen, um zu wissen, dass ich da bin, hören reicht. Da war ich halt schon ziemlich eingebunden, ich bin noch ein ziemlich sozialer Mensch, so, das heißt, ich kümmere mich auch gerne um andere und das hatte sich da so aufgebaut. Wir sind dann am Wochenende in die Dorfdisco gegangen, sind dann abends angetüdelt nach Hause spaziert, wissen Sie, eine Strecke von einer halben Stunde waren halt dann anderthalb oder so, weil es Spaß gemacht hat. Mhm. Also so, das habe ich für mich mitgenommen, einfach so als Erinnerung, als Positives, als Jugendkindheit so. Und danach hatte ich nicht so den sozialen Anschluss und dann auch nicht den Willen. Also man muss sich schon entscheiden, das erwarte ich zumindest von einem Profi,
überlegt der Sportler, die Sportlerin, kann ich heute ins Freibad gehen, wenn ich morgen eine intensive Trainingseinheit habe oder nicht? Oder gehe ich in die Sauna oder gehe ich abends in die Disco und feiere bis morgens um 5? Ich meine, das machst du mit 18 anders als mit 28, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ergiebig ist der nächste Tag Training dann nicht, wenn ich bis morgens um 5 mir 10 Bier reingestellt habe in den Hals. So, und das erwarte ich halt einfach und das habe ich mir eben auch von mir erwartet und dementsprechend auch durchgezogen. Wenn ich Training hatte, bin ich eben nicht später als 1 Uhr ins Bett oder da gab es eben nicht so dieses Gesellschaftliche, was sowieso Leistungssport ziemlich schwierig macht. Da, zumindest bei mir war es öfters so, mein Trainer hat mir dieses Wochenende freigegeben, wie sieht's denn bei euch aus? Naja, so die Flexibilität wird immer schwieriger, je älter man wird. Und dann irgendwann bist du in den Bundeskader. Wurdest dafür benannt. Ja. Wie groß war der Schritt dann für dich? Ja, der Kaderstatus an sich hat ja bei mir jetzt nicht wirklich was geändert, da ich bis 2009 in Stuttgart trainiert und gelebt, in Baden-Württemberg gelebt habe, hat sich jetzt der Kaderstatus nur dahin ausgewirkt, dass ich zum Teil Fahrtkosten bekommen habe oder wir eben mal eine Leistungsdiagnostik gemacht haben. Mhm. Ansonsten war das damals, war für mich auch nicht so wichtig, in ein Trainingslager zu fahren oder so, da ich unsere Trainingsgruppe sich zeitversetzt, würde ich jetzt mal so sagen, minimiert hatte. Im Endeffekt war dann nur noch ich da. Alle anderen Sportler sind dann schon in das normale Leben übergegangen, wenn man das so sagen kann. Und ich war sozusagen der Rest vom Schützenfest. Von daher hatte sich jetzt der Kaderstatus dahingehend nicht wirklich ausgewirkt. Was für mich danach später war, ist, dass ich durch den Kaderstatus zur Bundeswehr kam. Das war natürlich ausschlaggebend. Ja. Vereinsmäßig bist du organisiert im LV 90 Erzgebirge. Mhm. Wenn man so will, ist es ein recht kleiner Verein, kleiner erzgebirgischer Verein. Wenn man aber mal reinblickt, ist da einfach Weltklasse geballt. Der Verein, welche Bedeutung hat der für dich? Also unser Verein, ich finde jetzt nicht, dass wir ein kleiner Verein sind, da wir ziemlich viele Kinder haben. Also unser Verein ist tatsächlich von ganz breit unten bis spitze oben aufgebaut. Also wir haben vom Kindertraining bis zur Weltklasse Athleten dabei, egal ob das jetzt im Erwachsenenbereich, in den U23, 20, 18, 16 oder eben dann bis, ich weiß nicht, U10 oder was die Mädels und Jungs dann sind. Ob wir sogar noch Jüngere haben, muss ich jetzt lügen, stehe ich auf dem Schlauch. Von daher sind wir eigentlich ein sehr breiter Verein, was ich sehr schön finde, weil das vereint ja wieder das Erzgebirge. Das ist ja wieder, dass man breit aufgestellt ist und jede Nase mit da drin ist und nicht bloß die ausgewählten Nasen. Das finde ich eigentlich cool. Ja, ich bin jetzt seit 13 Jahren in dem Verein. Ich stehe gerne zu meinem Verein. Ich habe meinen Verein in die Welt getragen und der Verein hat mich in die Welt getragen. Ja, das hat ganz gut gepasst. Wie schätzt du denn die Arbeit vom Sven Lang ein, vom Bundestrainer? Wie wichtig ist der für euch oder für den Verein? Mit dem Verein hat er am Anfang zu tun gehabt. Da war er, glaube ich, noch Landestrainer. Und ich bin mit meinem damaligen Trainer, witzigerweise, bevor ich in den Westen gezogen bin, einmal die Woche nach Chemnitz gefahren, um da mit dem Herrn Lang schon zu trainieren. Das war dann, hatte mein alter Trainer sich die Mühe gemacht und uns jedes Mal von Freiberg nach Chemnitz gefahren, damit wir dann beim Herrn Lang Stützpunkttraining machen konnten. Und dann bin ich umgezogen nach Baden-Württemberg und witzigerweise bin ich dann wieder zurück zu ihm. Also so, das war eigentlich schon witzig, dass das so vorprogrammiert war. Da hatte er dann nicht mehr die Aktie dran, als in Verbindung mit dem LV90. Natürlich, er war der Mitbegründer vom LV90 und ist auch immer noch ein wichtiges Standbein für einen Verein. Aber in erster Linie ist er eher Bundestrainer. Also er war eine ganze Weile Bundestrainer Frauen- und Männerkugel. Also er hat sich schon ganz schön viel aufgetan an Arbeit. Ich meine, das ist jeder hat so seine eigenen Macken und Vorlieben und Späßchen, die man da so macht. Und jetzt ist er der Cheftrainer von den Bundestrainern in Deutschland. Also er hat eine Menge zu tun, plus dann noch die Trainingsgruppe. Ja. Also irgendwann, er hat halt auch nur 24 Stunden. Wenn du jetzt mal auf den sportlichen Nachwuchs blickst, was jetzt nach dir kommt. Ich sage das jetzt ganz bewusst. Warum klären wir dann noch? Da gibt es nämlich noch ein wichtiges Datum in deiner Karriere. Wenn du jetzt mal dich so umguckst, was sportlich gesehen nachkommt an Leistungsträgern, dürfen wir uns da auf was gefasst machen in Zukunft?
Ich hoffe es und wünsche es. Also ich meine, es wäre schade. Ich hatte damals zumindest das Empfinden, ein ziemlich schweres Los gezogen zu haben, da das Frauenkugelstoßen nicht mehr wirklich eine Beachtung, die Beachtung oder wie auch immer stattgefunden hat. Also so Kugelstoßen Frauen, war das schon? Ist das noch? Ach guck mal, da laufen sie. Ach, war anscheinend schon. Also so diese, das war die Aufmerksamkeit. Und ich habe mir das schon sehr auf die Fahne geschrieben gehabt, den Leuten das attraktiv zu machen, ein Sportler zum Anfassen zu sein und die Leute mit ins Boot zu holen und zu sagen, Kugelstoßen fetzt, das ist eine coole Sportart. Das vereint so viele Sachen, die man ableisten muss. Aber wir brauchen genauso das Publikum und die Fans, die zu uns stehen, die uns unterstützen, wie in anderen Bereichen. Also jetzt nicht nur in der Leichtathletik. Und ich bin jetzt der Meinung, dass ich das zumindest meinen Teil dazu beigetragen habe, dass es wieder attraktiver geworden ist, dass die Leute auch nach dem Kugelstoßen gucken. Auch jetzt bei den deutschen Meisterschaften wurde es mehrmals erwähnt, dass jetzt gerade der vierte Versuch, der sechste Versuch von XY dran war, dass wir da schon viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und ich hoffe, dass natürlich die Mädels diesen Schwung nutzen und die Kugel dadurch noch weiter fliegt und sie natürlich auch weiterhin unsere schöne Disziplin zeigen können. Und dann gibt es ja noch diesen Tumorwerfertag. Der hat sich ja mittlerweile zum Besuchermagneten entwickelt und der findet ja auch dieses Jahr wieder statt. Und wirst du da nochmal mit dabei sein? Dieses Jahr haben wir die Besonderheit, dass der Tumorwerfertag an zwei Tagen stattfindet. Aha. Der findet am 27. und am 28. Mai statt. Am 27. ist das Hammerwerfen und am 28. sind dann die anderen drei Disziplinen. Und ja, selbstverständlich werde ich nach Thun kommen und wenn da einer ein Autogramm möchte oder ein Foto, werde ich dafür ganz sicher Zeit haben. Aha, das klingt aber so und jetzt kommen wir nämlich zu dieser speziellen Frage bzw. zu diesem Datum. Der 26. Februar 2022, dieser Tag hat sich eingeprägt bei dir? Es ist ein ganz wichtiger Tag. Du hast dort eine Entscheidung getroffen. Welche? Na, die Entscheidung, ja doch, ich habe sie schon an dem Tag getroffen. An dem Tag habe ich mich dazu entschieden, meine Karriere sofort zu beenden. Das hat sich natürlich durch den Wettkampf erst so ergeben. Also es war schon vorher im Gespräch, auch mit dem Trainer, mit anderen, mit dem Verein und anderen, dass es auf jeden Fall erstmal eine Option gibt zu sagen, okay, irgendwann, alles ist endlich, auch eine Leistungssportkarriere ist endlich und die Leistungsbereitschaft des Körpers, irgendwann ist halt mal gut. Und ich möchte einen ordentlichen Absprung schaffen und nicht mit 15 Metern vom Platz gehen. Das war für mich immer so mein ganz großes Ziel, mit einer ordentlichen Leistung vom Platz zu gehen und mich dafür nicht schämen zu müssen. Mhm. So. Und an dem Tag war es einfach so, wir hatten einen tollen Wettkampf. In Leipzig war das noch. Richtig. Ja. Es war wirklich ein toller Wettkampf. Das Publikum hat mitgemacht. Wir hatten Publikum zum Wettkampf. Das ist ja wirklich also Wahnsinn, was Corona alles mit uns gemacht hat. Und dass die Menschen trotzdem so fröhlich den Sportler angefeuert haben, die Sportlerinnen, die Massen mit dabei waren, mitgefiebert haben, in die Halle gekommen sind, sich das gemacht haben, einfach wieder. Das war schon wirklich cool. Leider Gottes habe ich in dem Wettkampf nur den dritten Platz erreicht. Zwar die WM-Norm gestoßen, aber eben nur der dritte Platz. Und damit war klar, dass ich mich nicht mit nach Belgrad fahren kann. Und somit war klar, okay, das war's jetzt. Wie schwer ist es dir gefallen? Wie emotional war es? Ich musste es tatsächlich zu Hause üben, das auszusprechen. Ich bin jetzt eine zarte 36 und habe über 20 Jahre Hochleistungssport gemacht. Also wenn man über die Hälfte seines Lebens einer Tätigkeit nachgeht, die man mit Leidenschaft und Liebe betreibt, dann zu sagen, okay, ich höre jetzt auf. Also wer das gerne macht, dem fällt das nicht leicht und dem rutscht das auch nicht einfach so über die Lippen. Das muss schon wohl überlegt sein. Und wie gesagt, ich musste es zu Hause üben und ich war total geflasht, fasziniert von dem Publikum, von den Mädels, wie die alle zu mir gekommen sind und mich so, oh danke, dass, was du uns mitgegeben hast, was du für uns vorbereitet hast, dass du mit uns Wettkämpfe gemacht hast, so wie du sagst, das war ja auch meine eigene, also ich wollte ja auch, ne? Auch, dass das Publikum aufgestanden ist, dass 1500 Menschen für mich aufgestanden sind und mir applaudiert haben, Standing Ovations gemacht haben, ich da eine Ehrenrunde gelaufen bin, also tatsächlich gerannt und die Leute für mich aufgestanden, damit habe ich nie im Leben gerechnet. Das war unglaublich toll. Wie hat es denn deine Familie aufgefasst?
Also unsere Kinder haben überhaupt nicht verstanden, warum ich geweint habe. Mhm. Ich bin dann nach Hause gekommen und dann fragte die Pippi so, Mama, warum, du hast doch Kugel gestoßen, warum weinst du da? Also das war natürlich sehr schwer dann zu erklären, was jetzt gerade stattgefunden hat. Der Rest der Familie war ja so weit eingeweiht, sie wussten es alle. Ich meine, wenn man Leistungssport betreibt, ist nun mal einfach auch der Fakt, Knochen, Körper, das lässt halt irgendwann alles nach. Vielleicht auch die Orientierung im Leben. Ist das noch das, was ich möchte? Mhm. Weil das ist ja das, was ich mich regelmäßig gefragt habe. Habe ich noch Spaß daran, an dem, was ich tue? Bin ich noch erfolgreich mit dem, was für mich erfolgreich ist? Oder tue ich es nur noch, damit ich es tue? Also das sind ja, ohne Zufriedenheit, ohne Glücksempfinden, ist es ja nicht wert, alles dafür hinzugeben, alles an Kompromissen dafür einzustellen, um das auszuführen, wenn es keinen Spaß mehr macht, wenn es keine Freude mehr macht, wenn man nicht abends nach Hause geht und sagt, geil was, hat Spaß gemacht. Also dann ist es nicht mehr das Richtige. Und meine Familie war zum Teil ich wurde hart geprüft am Anfang meiner Karriere. Ich hatte 5 Fuß-OPs hintereinander, bin 2 Jahren mit 25, sowas. Und da habe ich damals echt mich so gefragt, warum werde ich so bestraft? Also ich bin während der OP aufgewacht, mir haben sie Fäden im Fuß vergessen, die Platte in meinem Fuß ist gebrochen, es ist noch immer eine Schraube drin, da müsste man den Knochen zertrümmern, um es rauszuholen. Also ich habe eigentlich so alles mitgemacht, was man nicht möchte. Wo ich dann so dachte, für was wirst du so, warum? Warum ausgerechnet ich? Ich habe nie jemandem was getan. Mhm. Im Gegenteil, ich möchte immer, dass es den Leuten um mich drumherum gut geht oder auch weiter, je nachdem, wie weit ich greifen kann. Warum wirst du so bestraft? Jetzt weiß ich es. Nach 20 Jahren oder nach 15 Jahren. Mir wurde damals gezeigt, durch die Operationen, wie schnell Sport vergänglich ist und Erfolg oder Misserfolg vergänglich ist und dass das total egal ist, was du gestern geleistet hast. Nur das, was du heute machst, ist interessant. Und das wurde mir da vor Augen geführt und daraufhin habe ich eine Ausbildung angefangen und abgeschlossen und bin dann erst zur Bundeswehr gegangen, damit ich, wenn ich irgendwann mal mit dem Sport fertig bin, was in der Hand habe. Hätte ich sonst nie gemacht. Und das bringt uns jetzt zum nächsten Punkt. Wie geht's denn weiter? Ja. Bei Christina Schwanitz. Spannend. Du hast sicherlich einen Plan. Ja, ohne Plan gehe ich nie durchs Leben. Ja. Also ich meine, wenn man lieben Gott zum Lachen bringen will, macht man Pläne, aber wir kriegen das so halbwegs hin. Ne? Ich habe vor über einem Jahr schon überlegt, was passiert, wenn ich irgendwann mal fertig bin mit Sport, was passiert dann mit mir, welche Aufgaben kann ich nachgehen, die mich zufrieden stimmt, woran ich Spaß habe, dass ich sagen kann, okay, ich gehe zufrieden, beruhigt, wie auch immer, motiviert nach Hause zu meiner Familie und dann sagen, war ein toller Arbeitstag. Mhm. Habe jetzt nicht bloß meine Zeit sinnlos vergammelt, sondern ist was rumgekommen bei. Viele Möglichkeiten gab es da leider nicht so. Ich glaube, da muss der Staat, wenn er irgendwann dann mal wieder Zeit für sowas hat, mal in sich gehen und überlegen, wie man vielleicht Leistungssportler und so unterstützen kann, dass tatsächlich die Leistungssportler nach der Karriere dann was davon haben. Weil mittlerweile ist es ja so, dass eigentlich fast jeder Sportler eine duale Karriere fahren muss, mhm, damit er nach dem Leistungssport, egal, außer meines Fußballer, Golfer, Tennisspielerin, egal, da vielleicht nicht so, aber ansonsten muss man tatsächlich das dual machen, weil sonst hat man irgendwann nichts in der Hand. Und nach vielen Jahren Sport sagt man, ja, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht, mhm, aber du musst ja nie arbeiten. So, und du stehst dann da und denkst, okay, ja, was machst du, wo gehst du hin? Eigentlich war immer so mein Faible, mit Kindern zu arbeiten. Soziale Arbeit hatte ich dann zwischendurch angefangen zu studieren. Allerdings Leistungssport, Zwillinge zu Hause und noch Studium hat dann mich dann doch etwas überfordert, dass ich gesagt habe, okay, du musst nie immer 150% geben, das machst du schon im Sport. Wie sollst du dann allen auch zufrieden zurechtkommen? Also so, ich möchte nicht in der Schule eine 3 und in der Kinderbetreuung eine 3 und im Sport eine 3. Sondern wenn, dann will ich sehr gut sein und nie befriedigend. Mhm. Und hatte dann mal rumgehorcht. Witzigerweise waren wir in einem Trainingslager in der Kaserne in Warndorf. Und da bin ich mit anderen Leuten so ins Gespräch gekommen und da hat es geheißen, naja, die Sportsoldaten haben auch eine Möglichkeit, bei der Bundeswehr unterzukommen, aha, wenn sie nach ihrer sportlichen Karriere beim Bund bleiben wollen. So, und da hatte ich dann mal angefragt, ich sage, ja, wie sieht's denn aus, ich würde da Interesse bekunden, was gibt's denn für Möglichkeiten so? Und rauskristallisiert hat sich, dass ich nun ab 1.6. Ausbilder von Ausbildern werde. Das bedeutet, ich bilde Ausbilder aus, die die Truppe für den Sport motivieren soll,
sportgerechte Bewegungen ausüben sollen. Also dass jetzt die Soldaten nicht vom LKW fallen wie so ein Sack, sondern dass sie eben knieschonend, sprunggelenksschonend darunter springen. Vielleicht jetzt nicht wie eine Gazelle, aber eben auch nicht wie so ein Elefant. Und ihre Knie später immer noch benutzen können oder ihre Rücken oder ihre Ellenbogen oder eben auch diese Leidenschaft, die ich in meinem Sport immer hatte oder ganz oft hatte, dass ich das auf die Truppe übertragen kann und sage, ich, Sport ist so toll. Vor allem, wenn man gemeinsam ausübt. Und es gibt noch so viel mehr als nur Fußball spielen oder Volleyball spielen oder Basketball spielen. Sondern man muss auch nicht unbedingt rennen und laufen, nur um zu sagen, ich habe Sport getrieben. Also es gibt so viel dazwischen. Und ich hoffe, dass ich da so ein bisschen meinen Fußabdruck noch mit einbringen kann. Und wenn dann eben einer vor einem steht und sagt, ich bin Weltmeister, zweifacher Europameister, Vize-Weltmeister und so weiter. Also ich weiß, was Sport treiben bedeutet, aber ich möchte mit euch Sport treiben, der zumindest mal knochenerhaltend ist, ja, und der trotzdem Spaß macht. Also dass man dann auch in seiner Freizeit mal sagt, ich bin Stubenschläfer, du auch, komm, wir gehen in meine Sporthalle. Das ist so mein großes Ziel. Also du bist dem Sport, wirst du weiter treu bleiben. Ich gehe ganz stark davon aus. Das ist ja schön. Christina, jetzt hast du uns hier ein paar Sachen mitgebracht. Also verschiedene Medaillen. Lass uns mal ganz kurz drüber blicken. Ich sehe hier Zürich 2014. Du hast auch ein paar Schuhe mitgebracht. Ganz kurz eine Geschichte dazu. Das sind die Schuhe. Damals wurde ich von Nike gesponsert. Und der Sponsor hatte leider Gottes das unglückliche Timing, 2 Tage vorm Höhepunkt neue Schuhe zu liefern. Und du sagst, jeder normale Mensch läuft seine Schuhe erstmal ein, egal ob es Winterstiefel sind oder sonst irgendwas. Und wir hatten sie 2 Tage vorm Wettkampf bekommen. Und ich dachte so, okay, dann ist das halt so. Und viele haben sich da verrückt gemacht, weil eben man überhaupt kein Gefühl in den Schuhen hat. Wenn die Nägelnagel neu sind, ne? Also da kannst du weder, dass du das knicken kannst oder irgendwie, das darf der Schuh eigentlich auch nicht. Aber man läuft halt am Anfang erstmal so ein bisschen wie in dicken Gummistiefeln oder sowas. Also man hat nicht so viel Gefühl, bis der Schuh sich an den Fuß angepasst hat und eingearbeitet ist. Perfekt ist, wenn der Schuh wie eine Socke am Fuß liegt mit Sohle. Mhm. Ja, und die Schuhe haben dann dazu geführt, sozusagen, dass ich Weltmeister geworden bin. Und seitdem habe ich nur noch das Modell bekommen, in der Hoffnung, dass sie mich dazu so weit tragen, dass die Kugel weit fliegt. Und dann hast du Kugel. Genau. Du hast eine mitgebracht. Richtig. Da habe ich schon allein zu kämpfen, dass ich sie hochbringe. Eine Damenkugel wiegt wie viel? Das sind 4 Päckchen Milch im Ganzen. Ja. Und ich habe es aktuell, oder ich habe es zu meiner besten Zeit, über 1,5 Busse geschafft. Das einfach mal so zu verbildlichen. Ja. So 4 Päckchen Milch im Ganzen über 1,5 Busse. 20,77 Meter. Richtig. Genau, deswegen ist ja dann auch, ich bin 2077, habe ich in China gestoßen, bei der, nicht Diamonds League, sondern World Tour, glaube ich, hieß das damals. In dem gleichen Stadion bin ich dann durch wirklich 7 Zentimeter Vorsprung zum Weltmeister geworden. Und die Chinesen oder wer auch immer hat extra darauf geachtet, dass es nicht der gleiche Ring ist. Du hast ja 4 Ringe im Stadion, ja, und wir haben wirklich, ich habe alle Ringe durchprobiert in meiner Karriere. Also ich durfte überall mal an den Start gehen. Das war schon ganz cool. Ja. Wunderbar. Dann hast du noch eine Medaille mitgebracht. Genau, das war so die letzte große. War das Polen? Richtig, das war... Und da gab es ja noch eine Kuriose mit dieser Medaille. Es ist die zweite, die du hast. Warum? Genau, es ist die zweite, weil... Als ich die erste Medaille erhalten habe, ist die mir in den Händen auseinandergefallen. Der Kleber hat nicht mehr gereicht. Ich weiß nicht, ob er geklaut wurde, wie gesagt, Torun. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber die Medaille habe ich tatsächlich gewonnen, um meinem Opa nochmal die letzte Würde zu erweisen. Denn mein Opa ist dann 2 Monate später verstorben. Und deswegen habe ich, glaube ich, mir die Medaille noch erkämpfen können. Weil ich war eigentlich da auf dem sicheren 4. Platz. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ohne Medaille kann ich nicht nach Hause kommen. Jetzt mache ich mal nebenbei ein bisschen Platz, denn wir haben jetzt noch was vorbereitet, denn dieser Tisch hat eine Bedeutung für die Zukunft. Wir werden nämlich Sportler-Promis oder auch Promis des täglichen Lebens, die für unsere Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, lassen wir einfach hier drauf unterschreiben. Und jetzt hättest du die Ehre und könntest einfach mal als allererstes jetzt geht's los.
könntest du, ja, dein einfach so, hier so, einfach so da drauf. Na dann. Und wenn das nicht ist. Cool. Christina, ich danke dir vielmals, dass du den Weg hier nach Marienberg auf dich genommen hast. Sehr gerne. Es hat mich wahnsinnig gefreut. Eine sehr sympathische Sportlerin. Und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Und ich bin mir sicher, Tumorwerfertag werden wir noch was voneinander hören bzw. sehen. Ja, würde mich, ich denke. Würde mich freuen. Na, ganz sicher. Also, ich wünsche dir alles Gute. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, es war kurzweilig für Sie und wir konnten mal etwas ins Leben der Christina Schwanitz blicken. Also machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.